Hey und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder ein Paket-Unboxing. Diese Woche habe ich zwei Pakete, auf die ich mich extrem freue. Ich glaube, diese Woche fast ausschließlich mit Schleichfiguren. Und zwar zuerst dieses Paket, das müsste ein Dinosaurier-Paket sein, mit einigen neuen Figuren für meine Sammlung. Und dann hier noch ein Bauernhof-Paket mit Pferden und ich glaube, ein Fahrzeug, das ich schon lange suche, also freue ich mich extrem drauf. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Dino-Paket an und machen dann mit dem Bauernhof-Paket weiter. So, schauen wir mal. So, da müssten ein, zwei sehr seltene drin sein und einige, die mir in meiner Sammlung noch fehlen. Freue ich mich jetzt wirklich extrem drauf. So. Da sehen wir schon einiges. Und zwar als erstes dieser Dinosaurier. Hier mit einem beweglichen Mund. Das müsste der Schleicherosaurus sein. Die Nummer ist, glaube ich, 14576 Herosaurus. Ist eine relativ neue Figur, also hier unten sieht man es immer. Aus dem Jahr 2015. Die fehlt mir auf jeden Fall noch, also da freue ich mich extrem. Gefällt mir auch sehr gut. So, weiter geht's. Oh, da haben wir gleich das nächste. Und zwar ist das der. Hier noch original mit Makel und sogar mit diesem Anhänger. So, sehr schön. Das ist der Schleichanhanguera 14545. Hat im Neupreis 11 Euro gekostet. Und Zustand ist auch noch extrem gut. Also ich erkenne da jetzt gar nichts. Freue ich mich extrem. Habe ich auch noch nicht. Sehr schön. So, weiter geht's. Oh, hier, das ist der Schleich-Allosaurus. Auch sehr schön. So, dann als nächstes. Ah, dann haben wir hier den Schleich-Velociraptor in Rot. Der fehlt mir auf jeden Fall noch, da freue ich mich sehr. Ist aus dem Jahr 2011. Ist auch eine sehr schöne Figur. Ich glaube, von dem gibt es auch noch eine andere Version in dem Paket. So, was haben wir? Ah, das ist jetzt nicht von Schleich, das müsste der, ja, ein Bullyland-Drache. Kommt in meine Bullyland-Sammlung, habe ich auch noch nicht. Ah, dann haben wir hier von der McDonald-Aktion diesen Dino. Den habe ich auf jeden Fall schon, aber der kommt dann zu meinen Doppelten. Dann als nächstes, ah, das müsste aus der diesjährigen McDonald's-Aktion der Herasaurus sein. Den habe ich nur in der Originalverpackung, also kommt auch in meine Sammlung. Sehr schön, freue ich mich sehr. Dann als nächstes hier diesen Raptor. Oh, da haben wir die seltene Figur. Oh, sehr schön, in sehr gutem Zustand. Da freue ich mich extrem. Das ist nämlich der Schleich Platyosaurus. Hier unten könnt ihr sehen. Aus dem Jahr 1999. Der wird so für 15 Euro gehandelt. Also, da freue ich mich extrem drüber. So, hier der Spinosaurus in zwei verschiedenen Varianten. Ich glaube, die rechte habe ich schon, die linke noch nicht. Kommt dann auch in meiner Sammlung, sind in sehr gut, also bis jetzt sind alle in sehr gutem Zustand. Da freue ich mich sehr drüber. Dann noch dieser Dino, das ist der gleiche wie der hier, nur in grün. Dann haben wir noch diesen hier, der ist auch aus der McDonald's-Aktion. So, was? Ah, und hier noch der Schleichdrache. Den habe ich zwar in grün, aber jetzt in schwarz.
Ich finde das Modell, da gibt es schönere Drachenmodelle von Schleich, aber kommen natürlich trotzdem in meine Sammlung. So, das war's. Das war's mit dem ersten Paket. Da waren wirklich einige, also vor allem die Figur, der Platyosaurus, die gefällt mir sehr gut. Kommt dann noch dieser Herasaurus, freue ich mich auch extrem drüber. Also ein sehr gutes Paket, wie ich finde. Ich finde auch die Schleichdinos sehr schön. Sammle ich sehr gerne und ja, schreibt mal hier in die Kommentare, wie ihr dieses Paket findet und was eure Lieblingsfigur war. Jetzt geht es dann gleich weiter mit dem Bauernhofpaket mit, ich glaube, einigen Pferden neu für meine Sammlung. So, weiter geht's. Ich habe eben die Pakete natürlich noch nicht reingeschaut. Ich habe nur die Adressen weg entfernt, beziehungsweise gesperrt. Die Figuren kommen dann wieder am Monatsende, stelle ich die dann zusammen mit euch in meiner Sammlung auf. Das ist ja jetzt das letzte Paket-Unboxing von diesem Monat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr die nächsten Videos auch nicht verpasst. So, schauen wir mal, da müssten wieder einige für meine Sammlung drin sein. Ah, da sehe ich schon. So, als erst haben wir diese Bäuerin von Schleich. Die habe ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist ein relativ altes Menschenmodell. So, dann geht es gleich los mit den Pferden. Als erstes dieses Fohlen von der McDonald's-Aktion. Also die Pferde von der McDonald's-Aktion sind natürlich in nicht so guter Qualität wie die anderen, aber freue ich mich natürlich auch. So. So, weiter geht's mit diesem. Ah, das habe ich noch nicht. Sehr schön. Das müsste das. Also den Namen kann ich nie richtig aussprechen, aber das Baschkir-Curly, die Baschkir-Curly-Stute. Ich glaube, also die Artikelnummer ist 13780. Da habe ich in einem vor ein paar Wochen in dem Paket-Unboxing das Fohlen dazu und jetzt habe ich endlich das Pferd. Falls ihr übrigens die alten Unboxing sehen wollt, dann verlinke ich euch hier mal die Playlist. So, ah, sehr schönes Pferd. Das ist das Island Pony Pferd aus, ich glaube, aus einem Set. Also das gab es nur in einem Set zu kaufen. Ich finde das Modell sehr schön. Wie findet ihr das Modell? So, das habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ist auch. Also die sind jetzt eher neue Pferde. Von den neuen habe ich noch nicht so viel. So, weiter geht's mit diesem Pferd. Das ist das englische Vollblut. Auch aus einem Set und auch in einer Sonderfarbe. Also da freue ich mich auch sehr. Das wird so für 8 Euro gehandelt. Also kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Ah, dann haben wir hier diese Gans. Das ist ein altes Modell aus dem Jahr 1998, noch mit Originalfahne. Ich sammle ja alle Tiere am liebsten mit Fahne. So, ah, dann haben wir hier dieses alte Pony. Das habe ich schon, aber in sehr schlechtem Zustand. Das hier sieht jetzt eigentlich sehr schön aus. Ist aus dem Jahr 1996. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch Pferde, ich muss jetzt nicht alle genau durchgehen. Die fehlen mir auch noch, also da freue ich mich sehr. Hier noch dieses Pferd, das ist das, das müsste die Araberstute sein. Ist aus dem Jahr 2019. Falls ich mich irre, schreibt es in die Kommentare, aber bin ich mir jetzt relativ sicher. Ah, dann haben wir noch dieses neue Schleichpferd. Das ist die Paintor-Stute 13884. Das Modell gefällt mir auch sehr gut. So, dann haben wir hier noch zwei Schweine neu für meine Sammlung. Weiter geht's hier noch ein paar Menschen. Hier noch dieser Border Collie. Sehr schön, freue ich mich sehr. Ah, dann hier noch die Mops-Welpen mit Originalfahne. Sehr schön, freue ich mich extrem.
So, was haben wir hier noch? Oh, der Bernhardiner liegend. Also von den Bernhardinern ist das auf jeden Fall meine Lieblingsfigur. Jetzt habe ich sie mit Marke, sehr schön. Ist aus dem Jahr 2008. So, was haben wir hier noch? Diesen Husky-Welpen. Dann noch das Fohlen liegend, auch aus der McDonald-Aktion. Diesmal mit Fahne. Das fehlt mir auch noch. Ah, dann noch der Mischlingshund mit Fahne. Ist wirklich einige sehr schöne für meine Sammlung. Ah, hier ist der erste in schlechtem Zustand. Dieser Schleichbauer. Dann haben wir noch dieses Kalb. Ah, das ist, glaube ich, fast das erste, was ich schon habe. Und zwar der Puito-Eselfohlen. Ah, da haben wir noch diese, die suche ich auch schon länger. Das ist ein relativ neues Modell, und zwar diese Schleichkatze aus dem Jahr 2018. Also, ich finde, das Modell ist sehr gut gelungen. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, dann noch der Schleichtraktor. Ist auch relativ neu. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann zum Schluss noch hier einige Zaunelemente. Also dieses Paket-Unboxing, da waren wirklich sehr viele neue für meine Sammlung. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Wenn euch das Paket-Unboxing auch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen.